Hallo, heute mache ich mit bei der DM Haul Challenge, nämlich der speziellen Winter Edition. Die liebe Diana hat mich getaggt. Vielen Dank dafür. Ich freue mich sehr darüber. Und weil es ja eine Challenge ist, trete ich natürlich auch gegen jemanden an. Und dieses Mal ist es die liebe Niki vom Kanal Nikis Beauty Channel. Ich verlinke ihr Video nochmal am Ende meines Videos und auch unten in der Infobox. Und es wäre toll, wenn du bei ihr einmal reinschaust und dann nochmal schreiben würdest, wer die Challenge besser gelöst hat, wer die interessanteren Produkte gekauft hat. Und ich fange jetzt einfach mal an mit der ersten Aufgabe. Und zwar sollte ich mir ein Produkt raussuchen, das für mich nach Weihnachten riecht. Und das war eine ziemlich einfache Aufgabe. Ich habe mich ziemlich schnell entschieden, nämlich für das hier. Das ist ein Parfümöl mit Zimt. Das ist von der Marke Profissimo, von der DM Eigenmarke. Und das ist, ja, das riecht zwar nach Zimt, aber es riecht auch noch so ein bisschen nach Orange. Und ich mache ja gerne diese Orangen und dann stecke ich ja Anis dort rein. Das hatte ich in meinem letzten Video gezeigt, in meiner Weihnachtsroutine. Und wenn das dann irgendwann nicht mehr riecht nach ein paar Jahren, dann mache ich das gerne so, dass ich so ein Öl nehme und einfach über dieses ganze Schälchen kippe, wo ich das ganze Zeug drin habe. Und dann riecht das dann trotzdem eben sehr, sehr lecker im ganzen Raum verteilt. Und deshalb ja, auf jeden Fall das hier, das ist für mich wirklich etwas, das immer nach Winter und Weihnachten riecht. Also ich finde das wirklich, wirklich lecker. Dann sollte ich etwas kaufen, was ich meiner Mutter schenken werde. Und das ist auch ziemlich einfach gewesen. Das ist nämlich hier dieses Vierer-Kugel-Badeset von Balea. Das hatte ich auch schon mal gezeigt in irgendeinem Routine-Video, war das, glaube ich. Und da hatte ich schon gesagt, ich finde, es ist eigentlich ein perfektes Geschenk, weil das eben schon so hübsch eingepackt ist. Das kam sogar mit dieser Schleife hier. Und ich werde das auch so machen, dass ich für meine Mutter so ein Körbchen mache mit verschiedenen Kleinigkeiten. Jetzt zum Beispiel, das wird auf jeden Fall drin sein. Dann vielleicht noch irgendwelche anderen Badeutensilien oder sowas. Und dann so richtig schön verpackt mit so einem durchsichtigen Papier. Und das sieht immer total schön aus. Ich habe das ja auch selbst und benutze das sehr gerne. Und jetzt also auch nochmal zum Verschenken. Die Kugeln sind auch nochmal alle unterschiedlich. Und ja, es ist irgendwie ganz besonders. Als nächstes sollte ich etwas raussuchen, was bei einem DVD-Abend mit meiner Freundin nicht fehlen darf. Und das sind zwei Produkte, die absolut nicht fehlen dürfen. Das erste ist nämlich Naschi. Und hier habe ich von Alnatura Schokomandel Knusper und dann noch mit Orange. Und das hat sich ziemlich lecker angehört. Diese ganzen Weihnachtssachen waren jetzt sowieso schon runtergesetzt gewesen bei DM. Deshalb habe ich darauf noch mal ein paar Prozente bekommen. Also habe ich mich sehr gefreut und habe das natürlich mitgenommen. Das gab es noch in verschiedenen anderen Sorten. Dann, was auch nicht fehlen darf, ist das hier, nämlich Heilerde von Luwos. Und das ist das zum selber anmischen. Das ist also nur dieses Pulver. Und das ist extra das eben, ja, für die Haut. Und wir machen das immer ganz gerne, dass wir uns da wirklich so eine Maske anrühren, das uns ins Gesicht geben und dann direkt uns ja, vor den DVD-Player setzen und uns einen Film anschauen. Und ja, dann muss man auch nicht so lange warten, bis das rum ist, sondern irgendwie ist das halt so nebenbei. Und es macht halt Spaß, zusätzlich daneben noch zu naschen. Also die beiden Produkte auf jeden Fall für einen gelungenen DVD-Abend darf das nicht fehlen. Die nächste Aufgabe war es, ein Winter-Must-Have für die Handtasche rauszusuchen. Da habe ich auch wieder zwei Produkte. Ich hoffe, das ist okay und ich werde nicht disqualifiziert von der Challenge. Aber es ist wirklich auf jeden Fall notwendig für mich. Und zwar einmal ein Lippenpflegeprodukt. Das ist eigentlich gar nicht so dieses Winter-Must-Have, sondern eigentlich so ein Allzeit-Must-Have für meine Handtasche. Ich habe jetzt dieses BB Care Intensive Care mir geholt. Ich hatte ja vorher das von Zart Rosé und das fand ich so toll, finde ich nach wie vor super. Und dann haben mir aber viele geschrieben, dass sie das ja auch sehr, sehr gut finden. Vielleicht sogar einen Ticken besser und das macht mich natürlich sehr neugierig. Deshalb habe ich mir das jetzt geholt und ich ja, bin sehr gespannt. Dann das nächste ist eher etwas für Gesundheit und so. Das ist nämlich hier ein Salbei-Bonbon-Päckchen von Dallmanns. Die habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Ich hatte bisher eine andere Marke gehabt, aber ja, allgemein muss ich sagen, ich bin, ja, hatte ich schon mal erwähnt, sehr, sehr oft erkältet. Ich bin es auch jetzt im Moment, vielleicht hört man das so ein klein wenig. Und Salbei-Bonbons helfen ja so ein bisschen ja, gegen diesen Husten oder diesen Reiz im Hals und dieses, ja, dieses Auerweh im Hals irgendwie. Und deshalb, also Salbei-Bonbons schmecken leider nicht so gut. Also ich finde sie nicht lecker, aber sie helfen auf jeden Fall. Deshalb probiere ich jetzt mal diese Marke aus. Die sind auch zuckerfrei, finde ich ganz, ganz wichtig bei solchen Bonbons, weil ich sie ja dann doch öfters mal am Tag
nehme und dann will ich nicht so überzuckert sein. Und deshalb, ja, die auf jeden Fall. Dann sollte ich mir ein Pflegemust-Have für die kalten Temperaturen raussuchen. Und bei mir ist das wirklich so, also ich spüre das sofort, wenn es kälter geworden ist, dann kriege ich so eine richtig trockene, juckende Haut. Und das sieht schon echt nicht mehr schön aus. Also gerade so beim Schienbein, das sieht schon wirklich aus wie so eine Wüstenlandschaft mit diesen, ja, mit diesen Rillen. Und ich muss mich auf jeden Fall immer nach dem Duschen eincremen, sonst wird das richtig juckend und ja, ich muss mich dann überall jucken. Und deshalb habe ich mir jetzt mal das hier geholt. Das ist von der norwegischen Formel, ein Intensive Repair Body Balsam. Und das ist ja extra nochmal für sehr trockene, raue und juckende Haut. Das war mir wichtig. Also davon gab es drei verschiedene Sorten. Einmal die normale, dann einmal parfümfrei. Das fand ich schon sehr gut. Hätte ich wahrscheinlich zu gegriffen. Aber dann habe ich nochmal den hier gesehen. Also extra für nochmal besonders juckende Haut. Dann durfte ich mir etwas aussuchen, was ich mir selbst zu Weihnachten gönne. Und da stand ich ein bisschen vor dem L'Oreal-Aufsteller und habe mir das hier mitgenommen. Das ist wieder ein Lidschatten aus dieser L'Ombre Pure-Reihe. Und zwar dieses Mal ein matter. Einen matten habe ich noch nicht aus dieser Reihe ausprobiert. Das ist jetzt die Farbe 106 Breaking Nude. Und diesen Ton hier hat mir die liebe Evelina empfohlen. Vielen Dank dafür. Sie meinte, er ist wohl ziemlich perfekt für die Lidfalte zum Verblenden und allgemein ja so ein neutraler, matter Nude, naja, Nude ist es nicht, aber so ein bisschen bräunlich-Taubton, würde ich jetzt sagen. Ich bin sehr gespannt. Bisher war ich mit allen Lidschatten aus dieser L'Oreal-Reihe sehr zufrieden gewesen. Trage ich auch heute wieder diesen goldenen. Die siebte Aufgabe ist, was darf bei meinem Weihnachts-Make-up nicht fehlen? Und ich habe ja schon, ja, das letzte Video war das Weihnachtsvideo gewesen. Da habe ich auch mein Make-up schon gezeigt. Und da habe ich auch schon gesagt, ich möchte an Weihnachten nicht überaufgetakelt sein, ja, zu viel Farben oder zu auffällig sein, weil das für mich ein Familienfest ist. Und das ist nach wie vor so. Aber eine Sache gibt es, die ich sehr gerne betone, und zwar eigentlich auch immer und an Weihnachten natürlich auch, und das sind meine Wimpern. Und weil ich ja jetzt im Moment keine richtige Mascara mehr habe, weil die irgendwie ausgetrocknet ist und leer ist, deshalb habe ich mir jetzt eine neue geholt, nämlich von Essence die I Love Extreme Volume Mascara. Von der schwärmen so viele. Ich muss zugeben, ich hatte sie damals auch mal gekauft, fand sie irgendwie nicht so gut, aber jetzt habe ich sie mir wieder geholt, aber ich war mir nicht ganz sicher, ob das diese hier war, die schwarze, oder die komplett pink ist, welche von den beiden jetzt gehypt wurde, ich weiß es nicht. Ich habe mir jetzt mal auf gut Glück die schwarze mitgenommen, sie sah ganz gut aus von dem Bürstchen her, ziemlich groß, aber ich hoffe, ich komme damit klar, und das wäre auf jeden Fall dann mein Wimpern-Must-Have. Und das war es auch schon, das war die Challenge gewesen, schalte auf jeden Fall jetzt noch bei der Niki ein und dann kannst du mir gerne nochmal schreiben, wer die coolere Produkte gekauft hat. Ich freue mich sehr darüber. Und ansonsten wünsche ich natürlich noch einen schönen Heiligabend und viel Freude beim Feiern mit der Familie und leckerem Essen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.